Mein Name ist Thomas Sutter, ich bin Leiter Kommunikation und stellvertretender CEO bei der Bankiervereinigung. Herr Sutter, was ist der aktuelle Stand der Digitalisierung bei den Banken? Also zuerst mal vorweg, die Banken digitalisieren schon sehr lange. Es gibt ja Online-Banking seit über 20 Jahren oder E-Banking. Deshalb ist das nicht irgendetwas Neues. Aber Fakt ist auch, dass natürlich einiges passiert bei den Banken. Es gibt zwei Bereiche, wo die Digitalisierung sehr stark Einfluss nehmen wird. Erstens im Backend, also bei den Abwicklungen, bei der Wertschöpfungskette der Banken. Und zweitens im Frontend, also bei der Kundenschnittstelle. Bei der Kundenschnittstelle ist es klar, die Kunden wollen 24/7 Dienstleistungen auf allen Endgeräten, die es auf der Welt gibt. Und im Backend ist es so, dass die Banken aus Kostengründen und aus Effizienzsteigerungsgründen ihre Wertschöpfungskette auslagern müssen. Stichwort ist hier Industrialisierung. Was würden Sie sagen, in welchen Bereichen kommt bereits heute künstliche Intelligenz vor? Das sind verschiedene Bereiche. Ein Bereich ist sicher die Robotweiser, also in der Vermögensverwaltung für einfache Produkte. Dann sicherlich auch im Data Management, also der ganze Bereich, wo man schauen muss, welche Daten welche Kunden zur Verfügung gestellt haben. Und drittens im ganzen Abwicklungszahlungsverkehrbereich. Wagen wir einen Blick in die Kristallkugel. Wie sieht das Bankgeschäft in 10 Jahren aus? Wenn man das wüsste, wäre man sehr wahrscheinlich sehr reich. Man kann sicher davon ausgehen, dass die Kunden noch dominanter werden in diesem Bereich. Früher war es ja so, dass eigentlich die Banken Produkte verkauft haben. Heute bestimmt der Kunde, der Endverbraucher, was er kaufen will, bei wem er was kaufen will. Zweitens werden die Banken sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Sie werden alles eigentlich outsourcen, das nicht unbedingt mit der Kundenschnittstelle zu tun hat. Und drittens kann man davon ausgehen, dass es Ökosysteme geben wird, hoffentlich von Schweizer Banken dominiert, wenn es mit Banking geht. Ökosysteme, wo ein Kunde auf diesen Plattformen, ähnlich wie bei Amazon im Einzelhandel, wo sie verschiedenste Bankdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen, alles, was mit Finanzen zu tun hat, beziehen können. Herr Gaschlin sagt, dass die Zukunft der Bank kleiner, vernetzter und weiblicher wird. Deckt sich diese Vorhersage mit Ihren Einschätzungen? Ich glaube, das stimmt im Großen und Ganzen. Die Banken werden kleiner, sie werden kleiner, weil sie sich eben auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Das bedeutet aber nicht, dass es deswegen weniger Arbeitsplätze in der Schweiz geben muss. Aber die Arbeitsplätze sind vielleicht nicht mehr bei den Banken, sondern bei Drittanbietern. Sie werden sicher vernetzter, sie müssen sich vernetzen mit den Kunden, sie müssen sich vernetzen mit den Drittanbietern oder mit anderen Leuten auf ihren Plattformen. Weiblicher, ja. Das kann sein, wenn man eben davon ausgeht, dass die weibliche Kompetenz eher hierarchielos ist, stärker vernetzt ist, dann werden die Banken sehr wahrscheinlich ein bisschen weiblicher. Kommen wir nun zum Rollenshift. Gibt es hierzu Diskussionen in der Bankbranche, in die Sie uns einen Einblick gewähren können? Also wir sind sicherlich in einem Paradigmenwechsel. Die Jobanforderungen an Banker ändern sich. Das ist aber nicht wirklich etwas Neues. Das hat es auch früher schon gegeben. Und am Ende des Tages, da bin ich überzeugt, Banking ist weiterhin People. Es braucht Leute, es braucht Personen, die mit den Kunden in Kontakt sind. Aber es ist durchaus denkbar, dass das natürlich nicht mehr für die einfachen Arbeiten der Fall ist, wo einfache Algorithmen diesen Job machen können, sondern eben für komplexere Dienstleistungen. Und da sind wir dran. Zum Beispiel, welche Berufsbilder entstehen, welche entfallen oder verschwinden? Ich denke, verschwinden werden Backoffice-Dienstleistungen, die sehr einfach von einem Algorithmus, von einem System gemacht werden können. Es ist auch sicher so, dass ganz einfache Beratungsdienstleistungen, Zahlungsverkehr oder ganz einfache Aktienkäufe, dass es da nicht mal eine persönliche Beratung braucht. Welche Fähigkeiten werden wohl von Robotern nicht abgedeckt werden können? Alles Komplizierte, also komplizierte Beratungsdienstleistungen, wo der Kunde wirklich eine Beratung braucht. Auch dort
wo der Kunde eben, also der Kunde, man kann davon ausgehen, dass der in Zukunft viel kompetenter sein wird, viel mehr weiß, aber trotzdem, diese Schnittstelle muss gemanagt werden. Die Kundenberater müssen diesen wissenderen Kunden noch besser beraten und das kann sicherlich kein System machen. Dazu braucht es weiterhin Menschen, die das tun.